Ja, Hallihallo, ich bin Sven Henschel, ja, Friseur und Mitgründer von Kaimana und Style Coaches. Und ihr seht heute hier auf dem Kanal ein neues Umstyling. Und zwar hat sich Bianca bei uns beworben für ein Vorher-Nachher. Bianca hat wahnsinnig starke Haare, hat ein tolles Naturgrau, versteckt sich im Moment ein bisschen hinter ihren Haaren. Ja, und ich denke, wir werden sie ein bisschen entzaubern und euch vielleicht mit der Frisur verzaubern oder mit dem neuen Styling. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. So, Bianca, schieß mal los. Du hast ja tolles Haar, ein bisschen strohig, würde ich sagen, ein bisschen trocken, ganz tolle viel Haare. Ja, genau. Schieß mal los. Was ist denn so deine Intention? Warum bist du da? Was sind deine Wünsche? Das Problem ist, dass ich nie wirklich finde, was mir steht. Alles, was ich ausprobiere, sage ich, ne, passt nicht zu mir, passt nicht zu mir. Und insofern, das ist auch immer so viel, wenn ich mir mal eine Frisur mache oder style, sage ich mal so, das hält eine halbe Stunde und dann war es das wieder. Und deswegen komme ich überhaupt nicht klar damit. Ja, ich versteck mich gern hinter meinen Haaren und deswegen habe ich sie gerne lang und habe sie fast immer lang gehabt in meinem Ja. Leben. Aber ja, ich weiß nicht, was mir steht. Na, es ist halt so eine Frage, was du erwartest, ne? Also wenn du jetzt sagst, ja, du hast eine Frisur und dann hast du die eine halbe Stunde und dann ist die weg, ne? Genau. Dann ist ja die, dann ist ja, dann musst du ja irgendwas für dich im Kopf haben, wo du sagst, wie denn deine Frisur aussehen soll. Na, ein Schnitt, der immer gut fällt. Also es ist okay, wenn man nach dem Waschen ein bisschen stylt oder so. Also da würde ich schon Zeit investieren, aber jetzt nicht, wo ich jeden Morgen früh eine halbe Stunde erst im Bad stehen muss. Und ja, genau. Also ich würde gerne ein bisschen elegant aussehen. Ein Ein bisschen elegant aussehen. bisschen eleganter, schick, aber Ja. nicht alt. Ja. Also eine tolle Haarfarbe hast du ja. Ja, ich weiß nicht, ich möchte nicht mehr färben, Ja. weil ich sehe so oder so nicht mehr aus wie 20. Insofern ist das egal und ich möchte mir einfach die Arbeit sparen. Also ich denke auch, ich denke, es ist eine tolle Grundfarbe jetzt von der Nuancierung her, also gefällt mir sehr gut. Ich glaube, ein bisschen Pep kann es vertragen, ohne dass wir die Haare färben müssen. Ja, ich habe schon eine Idee, aber das werden wir nachher nochmal einfach mit dem Koloristen direkt nochmal eingehend besprechen. Vom Haarschnitt her. Jetzt ist das natürlich so, das ist ein Haar, wo du sagst, ganz ohne Aufwand wird es nicht fallen. Na, so, wenn man jetzt einfach mal so deine Gesichtsform hernimmt, ne? Wenn ich jetzt mal die Haare komplett mal aus dem Gesicht rausnehme, was erstmal grundsätzlich ja wichtig ist, na, wie schätzt du deine Gesichtsform ein? Oval oder eckig? Ja, Oval. es ist schon eher ein Oval, aber ne, das Kiefernprofil hier, Ovale müsste es hier unten ein bisschen runter sein. Ja, was wir haben tatsächlich, wir haben einen wirklich sehr langen Hals. Na, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du tendenziell vom Gefühl her eher bei Langhaar bist. Bin ich auch bei dir. Ja, also ich finde, ich mag das lange Haar. Was man natürlich jetzt hat, das Gewicht ist schon eher sehr weit hier unten. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was. Ja, also mir wird es schon Ne? besser gefallen, hier mehr Volumen und hier Und da weniger. schmaler, genau. Genau. Und das ist auch, glaube ich, von der Idee her genau das, wo es hin muss. Ja, wir haben hier das Wangenprofil, was rauskommt. Auch da wäre es super, wenn es so ein Stück weit hier hochkommt und hier Genau. schmaler ist. Und Genau, ist genauso. das lange Haar finde ich gut. Es ist mir, ehrlich gesagt, ungefähr so viel zu lang. Du hast ein starkes Haar, du hast eine Naturwelle. Du wirst nie wie jemand bei einem Feinhaar einen ganz grafischen Bob sehen. Na, der wird bei dir, der fällt einfach nicht, weil der sieht aus, dann ist, das ist der halbe Stundeneffekt. Ja, du gehst schön beim Friseur raus und es ist ein War bisschen es eben. Feuchtigkeit und das Ding ist weg. Genau. Ja, so. Deswegen ist es wichtig, die Bewegung an sich schon zu inkludieren, die du jetzt hast. Trotz allem finde ich persönlich immer sehr gut, dann hier unten eher eine kompaktere Linie zu schneiden. Du bist relativ groß, deswegen wichtig, das Haar nicht zu kurz zu haben. Deswegen finde ich also eine Schulterblattlänge eher eine Longbob-Länge als eine lange Länge. Gut, die brauche ich auch. Warum? Weil ich, wenn ich dein Haar, ich kann ja hier nur Volumen bekommen, indem ich hier ein Stück weit stufe. Und wenn ich hier stufe, mache ich unten in der Kontur das Haar sozusagen dünner. Ja, Gut. so. Und deswegen
hätte ich es eher lieber so, dass wir hier Volumen hinbekommen. Ja. Ja, und eine kompakte Linie haben, dass du einen Haarschnitt siehst, dadurch trotzdem noch eine schöne Eleganz hast. Und ich hätte gerne hier das. Das hätte ich gerne ein Stück weit kürzer. Okay, das sieht man dann mein Doppelkinn so wieder im Profil. Nee, sieht man genau nicht. Also nicht kurz hier kurz, okay, sondern kurz hier kurz. Ach so. Dann ist es weg, weil dann fließt nämlich alles, was vorne im unteren Gesichtsteil zu viel ist, fließt ab nach hinten. Weil jetzt, guck mal, jetzt, so sieht man ja, so wird es ja keine Frisur. Na, egal wie schön wir das oben stufen, egal wie schön wir das hinten schneiden oder ich das schneide, wird es hier vorne trotzdem, ich sag mal, einen gewissen Unordentlich-Effekt haben. Okay. Na, weil das hier einfach nur gerade runterhängt. Das ist ganz normal, egal welche Haarstruktur du hast. Bei feinem Haar ist es noch kritischer, aber bei dir halt auch. Okay. Und wenn ich hier das, guck mal, wenn wir das nur so ein bisschen schon nach hinten nehmen, dann siehst du, dann hast du jetzt schon eine ganz andere Form. Hier kommen ja deine Haare trotzdem noch rum, weil die Länge ja noch da ist. Ja. Und hier wird gestuft. Okay. Und damit kriegst du es hier. Na, damit kriegst du hier mehr Volumen. Was ich nicht schaffen werde, ja, ich werde nicht schaffen, dass die Haare ganz ruhig und schön und elegant liegen. Ja, so diese Eleganz hast du jetzt als Wunsch mitgebracht. Genau. Da musst du ein bisschen was mit tun. Das kannst du mit dem Lockeneisen machen, das kannst du mit dem Dyson machen. Mir ist immer wichtig, dass du, wenn du sagst, du willst auch zu Hause gut zurechtkommen, genau. Ja, genau. Dann heißt für mich zurechtkommen nicht, ich habe alle Vierteljahre mal ein Event und dann sehe ich gut aus. Ja, sondern du musst ganz klar so zurechtkommen. Ne? Was ich mal ausprobiere jetzt gerade schon, weil das Haar sich schon echt so ganz schlecht durchkämmen lässt, ich würde es jetzt einfach mal mit unserem Leave-In betüteln, um mal zu sehen, ob die Struktur sich schon verändert, sehe ich schon, merkst auch schon, hier, es geht super zum Durchkämmen. Ne? Jetzt mit den Fingern, weil das ist, ich glaube, das ist was total wichtig ist, hier bei so einem Haar drauf zu achten, dass ich hier nicht Volumen zwar schon aufbaue, aber an sich die Struktur eher beruhige. Und dafür ist das Kaimana Leave-In natürlich super, wenn du das nimmst und du hast den Effekt des Durchkämmens. Weil wenn du das Haar so durchkämmst wie jetzt, na, dann geht es dir auf, dann gehen die Spitzen auf und dann wird es einfach so frizzy. Wenn ich das jetzt hier durchkämme, guck mal, mit dem Produkt drin, an sich sieht schon viel cooler aus. Mhm. Na, es sieht schon viel cooler aus. Ist schon, ne, wenn du noch dazu ein schönes Lächeln hast, was du gerade hattest, dann bist du schon auf einer ganz anderen Ebene. Ne? Ja, ihr seht es, Kaimana wirkt schon, selbst da jetzt im so trockenen Zustand. Also wenn ihr Lust habt, mehr über Kaimana zu erfahren oder auch mal ein Produkt zu testen, dann guckt gerne mal rüber auf den Kaimana-Shop. Beziehungsweise gibt es dort auch tolle Blogbeiträge, die Jasmin und ich verfasst haben, wo ihr auch ganz viel Informationen noch zusätzlich zu Haaren bekommt. Also von daher, schaut einfach mal rüber. Würde mich freuen. Und würdest du nichts in die Stirn reinmachen? Nicht? Guck mal, ich sage dir auch einen Grund. Ich sage ja ungern Dinge, die nicht begründet sind. Du sagst, dann sieht man mein Doppelkinn im Profil. Das heißt, du fühlst dich hier unten ein bisschen zu breit. Ja, so. Genau. Was macht ein Pony? Guck mal. Das versteckt mich. Na, das versteckt dich nicht. Es lässt dich im unteren Gesichtsteil um 20% breiter wirken. Okay. Guck mal. Weil ich die Gesichtsfläche hier aufmache. Jede Vertiefung im Gesicht wird doppelt so stark wahrgenommen, wenn du das Haar nach unten reinbringst. Weil du ja diesen Effekt des nach hinten ist quasi wie ein Haarlifting. Ja, optisch. Passiert nur optisch. Du ziehst das Ganze raus und damit werden die Linien im Prinzip aufgemacht. Und wenn du was aufmachst, tust du das Ganze nicht verstärken, sondern neutralisieren. Und das ist halt super. Kannst du dich damit anfreunden? Ja, klar. Schön. Und du kannst auch sagen, nein, ja? Nee, dann sage ich dir das Ganze nochmal, dann machen wir es trotzdem. So, Bianca, jetzt haben wir deinen Haarschnitt besprochen, deinen Typ besprochen und jetzt reden wir mal noch über ein bisschen Farbe. Und da ich ja, wie ihr wisst, ja, bin ich ja so der Nichtfärber und habe mir deswegen heute den lieben Melf einfach zur Unterstützung geholt. Melf, vielleicht kannst du ja einfach mal hier mit dazukommen. Ja, gerne. Bianca, das ist Melf. Man sieht schon, dass der für Farbe zuständig ist. Ja, ich habe es mir auf den Kopf gepackt. Du siehst, der hat auf jeden Fall trägt da schon eine ordentliche Farbe. Du musst keine Angst haben, du bekommst sie nicht. Aber ja, ich kann nur ganz klar grelle Töne, mein Quatsch. Das Melf hat uns ja jetzt schon so ein bisschen zugehört, wie es vom Haarschnitt her wird. Und ja, Melf, was gibt's denn so für eine tolle Farbempfehlung für die Bianca?
Also erstmal muss ich sagen, ich finde, du hast ein ganz, ganz tolles Haar ja auch schon mitgebracht, gerade auch von der natürlichen, also es hat ja eine total spannende Textur, erstens von der Bewegung her, zweitens aber auch durch unterstützt durch deine natürliche Farbe. Also es ist ja irgendwie schon spannend zuzuschauen und das ist das, was wir sonst auch mit Farbe versuchen zu kreieren. Okay. Deswegen finde ich gerade von Grund auf, dass wir jetzt groß irgendwie eine extreme Veränderung bei dir brauchen, sehe ich absolut nicht. Das Einzige, was ich jetzt gerade so denken würde, wie können wir das jetzt perfektionieren? Wie bringen wir es noch so ein Stück weiter nach vorne? Wie machen wir noch ein Highlight dazu? Und tatsächlich würde ich tatsächlich, wir würden ein Highlight dazu machen, wenn ich jetzt eine Farbempfehlung geben dürfte, dass man wirklich im vorderen Bereich ein, zwei hellere Strähnen gibt, ein bisschen prominenter, jetzt auch nicht so ein Gefühle-Gefanze so, das darf ruhig einfach, damit es auch zur restlichen Struktur passt, das soll schön natürlich aussehen. Und was dadurch passiert ist, wir kriegen nochmal extra so einen leichten Lifting-Effekt, auch gerade so ums Gesicht rum, ne? Weil deine Haarfarbe ist ein bisschen dunkler und gerade durch so ein Spiel von Helligkeit und Tiefe bekommen wir einfach auch nochmal so ein, ja, mehr Dimension und können auch noch ein bisschen mehr Fokus auf dein Gesicht legen. Und was ihr vorhin auch schon besprochen hattet, ist ja gerade so ein bisschen dieses Haarlifting, ne? Alles darf so ein bisschen ziehen und nach oben wegfliehen. Und das könnten wir mit einer helleren Strähne alles zum Gesicht hin schon ein bisschen auch mit unterstützen. Es ist ja so, als wenn du jetzt sagst, du hast hier vorne eine so eine, hier sieht man es ja, Ja, da wird ja, zum Beispiel ja. so, ne, der Effekt jetzt, nur dass wir die eben nicht, jetzt ist die ja hier unten drunter, Ja. ne, sondern du, die hättest du dann mehr hier vorne in dem Bereich Genau. und die würde das Gesicht einfach so schön mit aufmachen. Genau, wir ziehen es einfach sozusagen ein Genau. bisschen mit nach Okay, oben. genau. Klingt gut. Und das ja mit, also man wird sie schon sehen, also man hätte früher gesagt, es ist schon eher eine kräftige Strähne. Es ist jetzt nicht, das fand ich auch gut, dass du es so Ja. gesagt hast bei dem Haar, weil oft wird dann gesagt, na, wenn die Kundin ein bisschen unsicher ist, jetzt machen wir das erstmal ein bisschen dünner. Das siehst du natürlich bei dem Haar Ja. gar nicht. Na, das muss ja auch einen Effekt ergeben. Ja. Na, und aber du musst dir keine Gedanken machen, also sind halt da vorne das bisschen die Ja. Strähnung, das wächst einfach mit. Na, Gut. Und dann und ist es. wenn's schön ist, wenn du sagst, hey, war total klasse, würde ich gerne wieder haben wollen, dann ich denke sogar, dass du echt ein Dreivierteljahr damit hinkommst. Weil wenn das so 4, 5 Zentimeter rausgewachsen ist, ist das ja Oh, okay. trotzdem noch schön in Ja. der Form. Okay. Na? Ja, apropos Kanal, ja, für alle, die immer treu uns auf dem Kanal zur Seite stehen und uns einfach unsere Videos schauen, wäre cool, wenn ihr uns auch mal einen Daumen nach oben da lasst. Und für die, die den Kanal natürlich noch nicht abonniert haben, wäre ein Abo natürlich auch super. Ja, weil auch wir wollen uns ja weiterentwickeln und wir brauchen immer Feedback und ja, da freuen wir uns natürlich auch sehr drauf. Okay, perfekt. Also zusammengefasst zu der Farbe, was machen wir? Wir lassen deine Natürlichkeit und bringen einfach nochmal ein schönes Highlight zu dir vorne ins Gesicht, runden das Ganze ab, bringen das, was du schon hast, einfach nochmal mit nach oben auf den Kopf und dann mit dem Haarschnitt dazu wird es, glaube ich, einfach perfekt aussehen. Jamel, war ja jetzt eine super schnelle Technik. Du bist ja schon Ja, total. fast fertig. Sag mal was dazu. Ja, wir haben heute gedacht, wir machen wenig Aufwand, großer Effekt. Was wir heute gemacht haben, ist jetzt einfach, wir haben vorne ein paar Strähnen gesetzt, ruhig schon ein bisschen großzügiger, weil wir einfach ein bisschen das untere Melierte haben, das wir nach oben bringen wollen. Und jetzt arbeiten wir eigentlich gerade nur eine Kur ein. Und dann ist mir gerade noch spontan eingefallen, um das Melierte so ein bisschen noch nach vorne zu bringen, habe ich jetzt in die Kur extra noch mal ein bisschen Silberpigmente eingearbeitet, dass wir gleichzeitig das Haar pflegen mit dem Botanical Repair und aber auch noch eben das helle Haar noch mal so ein bisschen mehr Leuchtkraft geben. Und das, was wir vorne auch gerade eigentlich gerade so ein bisschen brutzeln lassen, Okay. das lassen wir nachher noch so ein bisschen schön, das werden wir nachher noch schön anpassen an die eigentliche Naturhaarfarbe. Und dann sind wir eigentlich good to go. Wenig Aufwand, maximaler Effekt, würde ich sagen, Ja, heute. also quasi alles zum Thema Haarlifting Genau. sozusagen. Ja. Cool, die meisten, ich sag's vielleicht einfach nochmal, spreche es nochmal kurz an, die meisten kennen ja Haarkur nur, nachdem die ganzen Bedienungen gemacht sind. Wir machen es hier oder du machst es hier Genau. einfach direkt, damit es länger pflegt, länger einwirkt, Länger einwirkt, genau. mehr Pflege Wir nutzen angelagert wird, sozusagen die wir nutzen Zeit. sozusagen die Zeit, genau. Wir haben das Haar jetzt vorher ein bisschen angefeuchtet, sind dann mit unserem zweiten Schritt von unserer Botanical Repair Kur drüber gegangen. Dadurch haben wir einfach schon mal die Haarstruktur offen, wie am Waschbecken auch. Und damit kann auch die Pflege schön tief ins Haar einziehen. Und gleichzeitig können wir halt eben diese Pigmente leicht mit anlagern. Also mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen heute sozusagen. Wäre ja auch mal, ist ja, ich meine, es ist ja auch so, dass nicht jeder einfach zum Friseur gehen kann, ja. Und vielleicht ist das ja auch mal ein ganz schöner Tipp für euch zu Hause, dass wir einfach sagen können, Mensch, super,
Wenn ihr euch zu Hause selber eine Farbe macht und ihr macht halt zum Beispiel nur so ein Face Frame, also so ein Facelifting mit wenig Strähnen und das restliche Haar bleibt draußen, oder ihr macht irgendeine andere Technik, empfiehlst du auch dann die Kur direkt mit einzuarbeiten und dann einfach die Pflege mit einwirken zu lassen, ja, oder? Wäre das ein Tipp für Warum zu Hause? Warum nicht? Ja, ich bin immer dafür. Okay. Solange das andere Haar frei ist und man auch genug, also wenn man auch rankommt, ne? Wenn man jetzt dann das eigene Ergebnis, was man sich versucht damit zu Naja, das erzählen, ist ja immer selber, sondern, ja. Ja, und für weitere Tipps, der Melf hat auch einen Insta-Kanal, ja, stimmt's? Ja, gerne. Und was finden wir dich, Melf? Folgt mir gerne unter melf.ab, also mein Name, nur mit noch ein Ab dahinter. Genau, und wer sich auch mal eine coole Farbe wünscht, Melf arbeitet hier bei Herbert Henschel in Leipzig. Ja, und meine Insta-Kanäle, oder mein Insta-Kanal, den von Sven Henschel kennt ihr ja, und den von Style Coaches auch. Auch da gibt es immer wieder Haar-News. Wäre cool, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Und ja, wir freuen uns natürlich immer über Traffic und über Inspirationen und Feedbacks. Also bis dann. Schaut gern vorbei. So, ihr seht, Bianca hat schon ein tolles Make-up bekommen von Jasmin, eine tolle Farbe von Melf, und jetzt darf ich noch ran und bereite mir das Haar erstmal für einen Haarschnitt vor, nehme Kaimana Leave-In. Auch das ist schon recht schön, um das einzuarbeiten, gerade um die Struktur zu beruhigen, ist es bei so einem wirklich dicken Haar halt perfekt. So kann es sich halt schon schön einarbeiten. Man kann es auch im trockenen Haar nochmal anwenden. Ich habe es jetzt hier erstmal ins nasse Haar reingemacht. Ich bin mal gespannt, wie sich es dann insgesamt zeigt. Ja, vom Haarschnitt her, wie ruhig die Struktur dann wirklich ist. Und dann kann man nochmal ein bisschen in der Menge variieren, auch für dich, Bianca. Ja, Festige würde ich jetzt gar nicht reinmachen, also quasi irgendwie in Richtung Volumen was, weil das bringt dein Haar schon mit. Hier würde ich eher komplett mit einem Leave-In arbeiten und dann mal schauen, was wir im trockenen Zustand noch machen können. Get up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat just like a takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. Ja, Bianca, du siehst deinen Haarschnitt. Das Haar ist auch schon schön angetrocknet. Also man sieht jetzt schon die Form. Für euch auch nochmal. Ich habe ja hier mal Kaimana an dem Härtetest unterzogen. Ihr habt es ja gesehen, ich habe es reingesprüht, habe jetzt schon die ganze Zeit geschnitten und man sieht trotzdem, ist das Haar also quasi nicht so aufgegangen. Also für alle die, die viel Haare haben, ich werde auch das Haar jetzt nur mit dem Kaimana Leave-In Conditioner föhnen. Also ich werde gar nicht irgendwelche anderen Produkte noch reinmachen, so als Tipp. Gerade ein Schaum zum Beispiel, der würde ja kontraproduktiv wirken, der würde das Haar zusammenziehen, der würde das Haar einfach mehr aufstehen lassen. Und wir wollen ja eine schöne, elegante, glänzende Bewegung haben. Und deswegen für alle, die viel Haare haben, nehmt einfach Kaimana Leave-In Conditioner. Den könnt ihr gerne im Shop erwerben bei Kaimana. Da gibt es auch noch Tipps in den Blogbeiträgen dazu. Also von daher einfach jetzt einsprühen, nicht auf die Ansätze. Und dann einmal werde ich es jetzt hier mit der Rundbürste durchföhnen. Ihr könnt natürlich einen Dyson nehmen, ihr könnt einen anderen Lockenstab nehmen. Auch Glätteisen, Hitzeschutz ist drin. Ihr seht auch, ich habe es ein Stück länger gelassen, als wir es in der Beratung festgelegt haben. Auch das gehört zu einem ehrlichen Friseurbusiness dazu. Ich habe einfach gesehen, das Haar hat sich sehr schön bewegt. Ihr habt ja gesehen, ich habe vorne angefangen mit Schneiden, habe die Stufung nach hinten gearbeitet. Und jetzt ist es so, dass gerade wenn ich das Haar vorne deutlich kürzer habe ums Gesicht rum, öffnet das schön. Bianca war wichtig, gerade hier vom Kinn her, von der Kieferpartie, das Ganze nach hinten abzuziehen, also dass man es quasi im Profil nicht so herausstellt. Deswegen lasse ich es jetzt hier einfach gerne hinten ein Stück weit länger und ja, schauen wir uns mal an, wie das Ganze im Trocknen aussieht. We'll be right back.
Frisur richtig schön edel, elegant geföhnt. Bianca strahlt, das freut mich sehr. Auch hier wieder, wie style ich denn jetzt so ein Haar? Ich habe hier unser neues Kaimana-Produkt, unsere Styling-Creme. Ihr seht, noch ist sie leider immer noch in der Behelfsverpackung, aber wir sind im Finale und es wird bald die Styling-Creme bei uns im Kaimana-Shop zu erwerben geben. Bis dahin erstmal seht ihr, wie man sie anwendet, und zwar einfach in die Hände, schön verteilen und dann immer unten anfangen, weil da sind die Spitzen am trockensten, da sind die Haare am sensibelsten, um in Bewegung zu kommen, und dann arbeite ich mich ganz sanft komplett nach oben durch. Wichtig ist, insgesamt soll die Frisur nicht so aussehen, als wenn viel Produkt im Haar ist, sondern soll wirklich schön geföhnt sein, soll schön edel fallen, ohne irgendwie verklebt zu sein, dass man auch mal mit den Händen durchfahren kann. Ich denke, das ist in deinem Sinne, Bianca. Ja. Ich würde auch hier komplett auf Haarspray verzichten. Das Ganze liegt einfach richtig schön. Von den Veränderungen her seht ihr natürlich klar vorne ganz toll die Farbe, die Melf hier vorne in die Haare gezaubert hat mit, ja, Faceframe, aber auch eine Betonung ums Gesicht rum, also das Gesicht einfach wirklich geliftet, Volumen am Oberkopf gestuft, die Stufen bis nach unten ganz weich, trotzdem hier unten eine schöne Länge und trotzdem auch eine sehr kompakte Länge. Man sieht hier die Stufen im Haar, aber trotzdem so zurückhaltend, dass sie quasi nicht oben aufliegen. Und der wichtige Part hier vorne ums Gesicht, wo Melf die Farbe gesetzt hat, habe ich die Haare bei Bianca deutlich mehr gestuft. Trotzdem noch relativ lang gelassen, Bianca. Du siehst, also versprochen ist versprochen. Ja, damit kannst du natürlich auch zum Beispiel auch mal so ein Half abmachen. Na, auch das sieht toll aus. Da muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen bei dir, na, dass das Ganze nicht zu weit nach oben geht. Na, aber das ist alles möglich. Oder auch mal einen tiefen Zopf. Auch der sieht schön aus. Na, dann muss man hier schauen, dass man hier so ein bisschen Haar rauslässt. Also Styling-Varianten gibt es eine Menge, auch bei so starkem Haar. Und ich denke, auch so sieht ein Grau wirklich toll veredelt aus. Ja, ein cooler Look. Ich hoffe, er gefällt euch. Wäre cool, wenn ihr mir mal euer Feedback gebt, wie ihr auch sowas findet. Auch wenn ihr gerade so ein Faceframe findet ums Gesicht rum in einem grauen Haar. Ja, ich weiß ja, der ein oder andere hat ja schon mal so seine Herausforderungen mit dicken Haar geschrieben. Hier gibt es einiges an Lösungen und ja, freue mich über weiteres Feedback von euch. Bis dann. Ja, danke, dass ihr reingeschaut habt. Ich bin gespannt, wie ihr den neuen Look von Bianca findet. Ich bin natürlich immer für Feedback und kreative Kommentare sehr, sehr offen. Wir wollen uns natürlich auch weiterentwickeln. Und ja, für alle, die den Kanal noch nicht abonniert haben, wäre es toll, wenn ihr das machen würdet. Wenn ihr uns natürlich, wenn es euch gefallen hat, den Like da lasst. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf dem Kanal. Vielen Dank.